Willkommen, liebe Tamer, auf euren Wunsch hin möchte ich euch einmal zeigen, wie man ein schönes Team zusammenbauen kann. Ob jetzt PvP oder PvE ist vollkommen egal. Das Prozedere ist dasselbe. In dem Fall wollen wir jetzt ein PvP-Team zusammenstellen. Und dafür habe ich euch auch in der Infobeschreibung die Seite mit verlinkt. Das ist eine der wenigen Temtem-Seiten, wo wir das wirklich komplett alles mal durchspielen können. Und der Vorteil auch, wenn ihr bereits schon im Discord seid, könnt ihr euch, wie hier oben rechts auch zu sehen, mit eurem Discord-Account anmelden. Zuallererst gehen wir einmal in das Menü und haben dann hier den Punkt Create a Temp Team. Wenn wir das Ganze durchführen, kommen wir auf diese Übersicht und können nun ein Team zusammenstellen. Nehmen wir einfach mal Noxo. Darf natürlich nicht fehlen. Wir wählen Noxo aus. Können nun einmal den Skill auswählen. Kleiner Nachteil, das Ganze ist auf Englisch. Im Anschluss können wir hier auch noch verschiedene Attacken auswählen. Wichtig ist, wählt entweder die Attacken aus, die ihr für euer Tem aktuell schon habt, oder wenn ihr spekuliert, mit einem bestimmten Team in Zukunft zu kämpfen, dann wählt auch dort bitte die Attacken aus, die ihr dann zukünftig einsetzen wollt. Das ist ganz wichtig, weil darauf basierend wird dann auch generiert, wo eure Stärken und Schwächen sind. Wir können im Nachgang auch nochmal ein Item wählen und hier unten in dem Bereich können wir auch noch die ganzen Trainingswerte eintragen. Die sind jetzt aber nicht essentiell notwendig, wenn ihr gucken wollt, wo eure Stärken und Schwächen sind. Im Anschluss lässt sich dieses Team auch abspeichern, so dass ihr das nicht immer wieder von vorne durchführen müsst. Im rechten Bereich haben wir jetzt zum Beispiel hier Save Your Temp Team. Was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt das Team teilen, um anderen quasi euer Team zu präsentieren, damit die bewerten, wo denn die Stärken und Schwächen sind. Ich werde jetzt einfach mal weitere Temps hier hinzufügen und dann schauen wir uns gleich einmal das Ergebnis an. Nun bin ich durch mit meinem Team. Wichtig ist, das ist jetzt kein perfektes Team. Das ist einfach nur ein Beispiel, wie ihr vorgehen könnt. Ich habe nun hier meine 8 Temps zusammengebaut. Wie funktioniert jetzt das ganze System? Jedes Tem hat ja hier 4 Attacken, die verschiedene Elemente haben. Ich habe sehr viele Elemente miteinander kombiniert. Diese Elemente sind wichtig für den Angriff gegen andere Temps. Und die Elemente, die jetzt hier meine Temps haben, sind wichtig für meine Verteidigung. Items brauche ich jetzt nicht zwangsläufig, sollte aber dann, wenn ich wirklich ein PvP-Team aufbaue, das auch noch hinterlegen. Nun können wir wie folgt vorgehen. Wir gehen auf Team Resistance und hier sehe ich jetzt, gegen was meine Temps anfällig sind. Diese Übersicht ist wirklich explizit dafür da, welche Temps ich ausgewählt habe. Und wenn wir jetzt mal sehen, wir haben 2 Temps, die sehr anfällig sind gegen Wind. Wir haben 3 Temps, die anfällig sind gegen Wasser und so weiter. Wir haben aber zum Beispiel auch Temps, die sind nicht gegen Feuer anfällig, die sind nicht gegen Neutral oder Gift anfällig. Von daher sind das Temps, die wir dann bei der Bannphase auf jeden Fall drin lassen sollten, weil wir ganz genau wissen, dass diese Temps uns jetzt nicht allzu viel Schaden zuführen können. Digital, Mental und Wasser hingegen sind schon deutlich gefährlicher und auch hier der Kampftyp ist sehr anfällig gegen Mudred. So könnt ihr zumindest schon einmal sehen, welche Temps ihr auf jeden Fall im Scope haben müsst, wenn ihr in der Bannphase seid, damit ihr diese auch wegbannt, um die größte Gefahr für euer Team zu reduzieren. Als nächstes gehen wir auf Team Coverage und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sehe ich, welches meiner Temps gegen welches Element effektiv ist. Zum Beispiel haben wir hier Sorbien. Sorbien ist gegen Digital effektiv, weil er eine Attacke hat, die gegen Digital sehr gut ist. Das ist der Donnerschlag. Gegen Kampf ist er auch sehr gut, weil ich ihm telekinetisches Schrapnell gegeben habe. Mental ist gegen Kampf auch wieder gut
und so weiter. So könnt ihr quasi hier durchgehen und schauen, ob ihr eventuell Elemente habt. Wind zum Beispiel. Nur Sorbien ist effektiv gegen Wind. Heißt, wenn ich ein Windelement habe, Wind könnte Noxo sehr schnell platt machen. Somit müsste ich in der Kombination Noxo und Sorbien spielen, damit Noxo A erstmal Schaden fressen kann, wenn ich ihn tankmäßig aufgebaut habe, aber gleichzeitig Sorbien als Wingman wäre jetzt quasi dafür verantwortlich, das Windelement möglichst schnell wegzuhauen, damit Noxo dann nicht ganz so viel Schaden fressen muss. Und so könnt ihr quasi vorgehen, schauen, welche Stärken und Schwächen euer Team hat, mit welchen Kombinationen ihr am besten an den Start gehen solltet. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Tataru und Mashok. Wenn ich mit beiden Temps an den Start gehe und mein Gegner digital ist, habe ich ein kleines Problem, weil die dagegen nicht wirklich effektiv sind. So könnt ihr euch euer Team jetzt wirklich ganz genau mal anschauen, gucken, welche Kombination ist hilfreich, welche Kombination ist eventuell ein wenig schwierig und dann auch mit Hilfe dieser beiden Teamdarstellungen, die ich euch gezeigt habe, mal ein wenig rumprobieren, ohne dass ihr wirklich effektiv in diese Temps investieren müsst, um zu schauen, welche Kombination gut ist, welche Kombination schlecht ist. Zusätzlich haben wir auch die Möglichkeit hier auf der Seite, wenn ich hier einmal wieder ins Menü gehe, haben wir auch eine Tierlist. Die öffne ich einmal parallel und in dieser Tierlist sehen wir nun die verschiedenen Temps, in welchem Bereich die sind. Tier 1 haben wir niemanden, aber Tier 1 ist quasi so mächtig und so stark, dass er im Alleingang alles platt machen könnte. Tier 2 sind Temps, die auch alleine gut bestehen könnten, heißt aber nicht, dass wenn ich mir 8 Temps aus diesem Bereich hier auswähle, auf jeden Fall auch gewinnen werde. Denn, wie eben schon gesagt, die Kombination ist sinnvoll. Nehme ich jetzt zum Beispiel ein Talken und ein Mimit, habe ich auf jeden Fall Probleme gegen Elektro, weil beide gegen Elektroangriffe sehr anfällig sind. Und dann bringt es mir auch nichts, die besten Temps eventuell im Game auf das Feld zu bringen, wenn sie vielleicht gewone-hitted werden. Wie ihr errechnen könnt, welche EW- und TW-Werte in Kombination dazu führen, dass ein Temp besonders stark ist, ein One-Hitter ist, ein guter Tank ist und wie ihr das Ganze da auch wieder kalkulieren und berechnen könnt, gehen wir natürlich auch nochmal durch. Hier geht es eher um den Punkt, wie erstelle ich mir ein Team, wie sehe ich, wie kann ich entscheiden, ob es Stärken oder Schwächen hat und dafür ist die Temp.Team-Seite wirklich sehr hervorragend, weil ihr hier alles wirklich in der Theorie mal durchkalkulieren könnt, durchrechnen könnt, ohne Panso-Zeit, doch Zeit müsst ihr auch investieren, aber deutlich weniger, als wenn ihr jetzt das Temp fangt, züchtet, hochtrainiert. Das alles könnt ihr hier quasi theoretisch schneller, einfacher und auch unkomplizierter durchführen.